Das Landenei, höchstes Riesenrad Europas, hat es. Das Weltraumobservatorium in der Atacama-Wüste auch. Und die Schwebebahn in Dresden, Sicherheitstechnik aus Ostfildern. Und trotzdem sind die nicht ganz glücklich hier. Wir sind der Meinung, dass wir die Besten sind. Und das einzig Traurige dabei ist, dass man uns halt nie sieht. Aber die Wirkung kann man sehr wohl sehen. Würde Pilz nicht aufpassen, wären die Finger jetzt ab. Renate Pilz führt das Unternehmen zusammen mit ihren beiden Kindern. Die Firma ist übrigens Weltmarktführer. Ihre Philosophie passt auf eine Postkarte. Immer etwas Speck im Kistle haben, aber dazu später mehr. Der absolute Verkaufsschlager von Pilz, der Pnotz, hier entsteht er gerade. Ein Relais, das zum Beispiel zwischen Maschine und Mensch geschaltet wird und dafür sorgt, dass die Maschine stoppt, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert. Es wird auch Nothaltgerät genannt. Wir haben das also geschafft dann mit dem ersten Sicherheitsprodukt, dem Pnotz, dass das inzwischen weltweit einen Namen hat, so wie man zum Beispiel für Taschentuch Tempo sagt. Ihr Mann Peter machte das Unternehmen für automatisierte Sicherheitslösungen aus einer ehemaligen Glasbläserei. Als die Kinder noch klein sind, passiert das Unglück. Bei einem Flugzeugabsturz kommt Peter Pilz ums Leben. Er lässt seine Frau zurück mit der Firma und zwei kleinen Kindern. Da wurde ich von einer Sekunde auf die andere in die Situation gestellt, zu sagen, ja, ich möchte, dass das Unternehmen weitergeht oder eben einen anderen Weg zu suchen. Plötzlich Firmenchefin? Sie versucht es. Auf ihrer ersten Fachmesse hat sie ein Schlüsselerlebnis. Dann habe ich gedacht, nee, ich schaffe es nicht, ich kann es nicht. Und in dem Moment kam ein Schwarm von jungen Männern an mir vorbei und da sagte einer auf meiner Höhe, oh halt, wir müssen noch mal gucken, was der Pilz Neues hat. Und das ist durch mich durchgefahren und habe ich gewusst, ja, so muss es bleiben. Eine der neuesten Entwicklungen ist das sogenannte Safety Eye. Kameraüberwachte Lichtschranken, deren Größe und Form beliebig programmiert werden können. Wie ein unsichtbarer Schutzzaun, zum Beispiel um eine Maschine herum. Wird er durchbrochen, melden die Kameras das. Das System schlägt Alarm. Und weil es ziemlich gut läuft, leistet sich Pilz einen Neubau. Und da kommen Janosch und der Speck ins Spiel. Der Janosch, der kommt aus meiner Kindheit. Das hat mich schon als Kind fasziniert, dieser Spruch. Der war immer etwas Speck im Kistle. Und den habe ich mir sehr wohl zu Herzen genommen, hier auch in meiner Tätigkeit. Und durch dieses immer etwas Speck im Kistle sind wir in der glücklichen Lage, dass wir nicht in einer Bankenabhängigkeit sind. Und so macht es unglaublich viel Freude. Und wir sind sehr dankbar, dass wir das machen dürfen. Selbst in Rio schwebt die Seilbahn sicher zum Zuckerhut. Pilztechnologie aus Ostfildern macht's möglich.